Name ist Tobias Hacke, ich bin für die Pressearbeit verantwortlich bei der Feuerwehr Wienerberg. Wir wurden heute Morgen gegen ca. 16:30 Uhr alarmiert mit dem starken Dachstuhlbrand in den Ortsteil Burgmannsweiler. Beim Eintreffen konnten wir keinen offenen Dachstuhlbrand feststellen. Es war ein ausgedehnter Zimmerbrand. Wir haben umgehend mit 4 Atemschutztrupps die Brandbekämpfung und Menschenrettung vorgenommen, konnten eine Person auffinden. Diese wurde bewusstlos dem Rettungsdienst übergeben. Wir sind aktuell mit ca. 75 Einsatzkräften hier vor Ort. Setzt sich zusammen aus Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei. Wie viele Rohre habt ihr denn vorgenommen? Wir haben 5 Rohre in den Inhalt.